Heute nähen wir gemeinsam eine coole Latzhose, die sehr lässig geschnitten ist, mit Taschen, geradem Bein und hübschen Trägern mit Schleifen zum Verstellen. Das Schnittmuster findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin Juliana und heute zeige ich euch, wie ihr diese super coole Latzhose nähen könnt. Die Latzhose ist gar nicht schwer und sie macht so viel Spaß beim Nähen, ich sag es euch. Ich liebe es einfach, dass sie so vielseitig ist, man sie mit einem Oversize-T-Shirt kombinieren kann oder mit einer coolen Bluse. Man ist einfach perfekt zu jeder Jahreszeit damit angezogen. Und das Beste, durch die Schleifenträger kann man sie auch auf seine individuelle Länge binden. Das Schnittmuster könnt ihr euch ganz einfach über den Link in der Beschreibung herunterladen und dann direkt starten. Ich zeige euch hier alle Nähschritte, Schritt für Schritt. Ihr macht am besten direkt mit, macht alles nach, so wie ich es hier vormache. Dann kann nichts schiefgehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Wenn ihr dann alles vorbereitet habt, lasst uns einfach direkt starten. Ich bin ganz gespannt, auf welchen Stoff ihr euch festgelegt habt. Ist es auch ein Kordstoff oder zum Beispiel ein Leinenstoff? Lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Außerdem liked doch bitte auch dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil der nächsten Schnittmusterkollektion mehr verpassen. Also, worauf wartet ihr? Ganz viel Spaß beim Nähen! Wir beginnen mit den Trägern und fertigen davon 4 Stück. Das heißt, alles, was ich hier zeige, macht ihr 4-mal nach. Wir falten die Träger entlang der langen Seite rechts auf rechts, sodass die Kanten genau aufeinander liegen und stecken dann die Strecke von ganz links nach ganz rechts. Und dann nähen wir auch einmal hier rüber. Wir nähen mit einer Nahtzugabe von 1 cm und verriegeln am Anfang und am Ende. So sieht das dann aus. Als nächstes wenden wir unseren Träger einmal komplett. Da könnt ihr euch auch gerne ein Wendetool dazu holen. Etwas kniffliger ist es, wenn ihr mit so einem dicken Stoff arbeitet, wie hier diesem Kordstoff. Leichter ist es mit einer Leinenvariante zum Beispiel. Da könnt ihr auch einfach bei ganz leichten Stoffen euer Ende auf eine Sicherheitsnadel auffädeln und dann diese Sicherheitsnadel durch den Tunnel schieben, bis ihr wieder rauskommt. Wenn die Träger dann komplett fertig gewendet sind, dann könnt ihr einmal darüber bügeln und an einer der offenen Seiten den Stoff 1 cm nach innen in den Tunnel falten. Und dann steppt hier einmal knappkantig drüber, sodass die Nahtzugaben nach innen gefaltet bleiben. Dann nehmen wir unser Oberteil dazu, und zwar unser vorderes Oberteil. Und wir platzieren dann die Träger mit der offenen Seite oben an der Kante von unserem Oberteil. Rechts und links sollte noch 1 cm Nahtzugabe Platz bleiben. Und wenn das Ganze richtig positioniert ist, dann nehmt ihr euch noch den Beleg von eurem oberen Vorderteil dazu und legt auch diesen rechts auf rechts auf Träger und auf das Oberteil. Das passt alles genau zusammen und die runden Kanten sowie die obere gerade Kante, die stecken wir jetzt zusammen. Dann steppen wir diese Seiten ab, machen oben 2 Ecken und nähen oben eben über Träger, Oberteil und Beleg. Bei den Rückteilen machen wir das übrigens genauso. Als erstes legen wir wieder die Träger an, lassen den Zentimeter zur Seite Platz, legen dann unseren Beleg darauf und stecken die Kanten zusammen. Das Ganze machen wir 2-mal, denn hier gibt es eine hintere Mittelnaht. Und auch hier nähen wir an der geraden Kante und der runden Kante und fertigen oben eine Ecke. Ich mache es jetzt im Vorderteil vor, im Rückteil funktioniert es aber genauso. Ich beginne eben hier, wo meine runde Kante zur Seitennaht ausläuft und verriegle am Anfang. Ich nähe die gesamte Zeit mit einer Nahtzugabe von 1 cm, probiere hier eine möglichst schöne und gleichmäßige Rundung bis nach oben. Und dort kommt meine erste Ecke auf mich zu. Meine Nadel lasse ich stecken im Nähgut und zwar genau neben dem Träger. Das ist ganz wichtig. Nicht bis auf den Träger nähen, sondern genau auf der Nahtzugabe, die wir da gelassen haben, dem Zentimeter dort neben.
Dort senken wir also die Nadel, heben unseren Nähfuß, drehen unser Latzoberteil in die nächste Richtung, senken den Nähfuß wieder, nähen weiter. Gerne in der Ecke auch noch einmal zusätzlich verriegeln, dann ist das Ganze noch etwas reißfester. Dann nähen wir über den Träger, gerne auch mehrfach, damit er auf jeden Fall hält, rüber zur anderen Seite. Und dort nähen wir dann die nächste Ecke. Auch über den Träger könnt ihr gerne noch mehrfach nähen. Die Ecke wird genauso gefertigt wie auf der anderen Seite. Dann kommt wieder eine schöne runde Kante auf uns zu und wir nähen bis zur Seite. Bevor wir das Ganze jetzt wenden, müssen wir einmal die Ecken der Nahtzugaben schräg abschneiden. Bis kurz vor die Naht. Bitte nicht die Naht verletzen, sondern nur bis kurz davor. So. Und an den Rundungen mache ich jetzt viele kleine Knipse. Das heißt, ich schneide immer bis kurz vor die Naht an ganz, ganz vielen Stellen. Immer in einem Abstand von so einem halben Zentimeter. Das mache ich überall an beiden Seiten und auch im Vorderteil und im Rückteil. Und erst anschließend kann ich das Ganze dann wenden. Ich bügle dann einmal scharf über meine Kanten, damit das Ganze schön platt liegt. Anschließend steppe ich dann den Beleg von der rechten Stoffseite einmal ab und zwar im Abstand von 4 cm zur Kante. Auch das Einschneiden, Wenden und Absteppen mache ich im Vorderteil und Rückteil genau gleich. Nur im Vorderteil geht es einmal rüber von der einen zur anderen Seite und im Rückteil sind es eben zwei getrennte Teile. Orientiert euch immer an der Kante rechts und an eurer Stichplatte an der Nähmaschine, damit ihr auch immer parallel näht. Oben könnt ihr dann im Abstand von 4 cm zur oberen Kante die Nadel stecken lassen, das Ganze wieder einmal drehen, wie bei unserer Ecke, die wir zuvor verarbeitet haben, und dann rüber nähen bis zur hinteren Mitte oder der anderen Seite. Jetzt fertigen wir die Taschen und legen dafür einmal den Beleg rechts auf rechts an die Eingriffskante unseres Taschenbeutels, stecken den Beleg dort fest und nähen dann einmal gleich genau dort rüber. Bevor wir auch diese Rundung hier wenden können, schneiden wir auch hier mit kleinen Knipsen immer bis kurz vor die Naht ein, wenden das Ganze dann, also den Beleg, zur linken Stoffseite von unserem Taschenbeutel und bügeln scharf über die Kante. Von der rechten Stoffseite steppen wir auch hier den Eingriff einmal 4 cm breit ab. So sieht das jetzt aus. Die offene Kante, die bügeln wir jetzt einmal entlang der Rundung 1 cm zur linken Stoffseite um. Und dann platzieren wir den Beutel, so wie er ist, genau auf der Position auf unserem Vorderbein und stecken dann einmal die umgefaltete Kante komplett fest. Von der rechten Seite steppen wir dann unseren Beutel knappkantig auf unsere Vorderhose. Und als kleine Hilfsnaht nähen wir jetzt auch noch hier das kleine Stück von dem Beutel an der Seitennaht auf unsere Seitennaht. Das könnt ihr im Abstand von einer Füßchenbreite machen oder 0,5 cm. In jedem Fall weniger als 1 cm, damit die Naht verschwindet. Und an der oberen Kante machen wir das auch einmal. Jetzt legen wir jeweils unsere beiden Vorderhosenteile und die Hinterhosenteile rechts auf rechts aufeinander, sodass die Schrittnaht genau aufeinander liegt und die stecken wir uns als nächstes. Im Rückteil geht die eben hoch bis zur oberen Kante, wo die Träger anfangen. Die Schrittnaht ist dementsprechend lang. Im Vorderteil ist die Strecke deutlich kürzer, denn da nähen wir ja gleich noch unser oberes Latzteil an. Wir nähen jetzt auf jeden Fall beide Schrittnähte im Vorderteil und im Rückteil.
Wichtig ist, dass wir diese Schrittnähte zweimal auf der gleichen Stelle nähen, damit sie besonders reißfest sind. Also wiederholt das Ganze bitte jeweils nochmal. Die Schrittnaht bügeln wir dann und zwar auf der geraden Strecke. Hier sieht man jetzt das Rückteil, was ich geschlossen habe. Also bis dort, wo die Rundung dann losgeht, bügele ich die Nahtzugaben auseinander. Im Vorderteil ist die Strecke entsprechend länger. Anschließend legen wir jetzt rechts auf rechts unser oberes Vorderteil und unser unteres Vorderteil, also mit den Hosenbeinen, rechts auf rechts aufeinander. Und die gerade Strecke stecken wir dann zusammen. Hier nähen wir jetzt einmal gerade drüber. Unser zusammengesetztes Vorderteil und unser Rückteil, das ist ja eins, das legen wir jetzt jeweils rechts auf rechts aufeinander, sodass die Seitennähte genau miteinander abschließen und dann stecken wir einmal von oben bis runter zum Saum beide Teile aufeinander bei beiden Seitennähten. Diese Nähte schließen wir dann als nächstes. Die Nahtzugaben bügeln wir dann auch einmal komplett auseinander, von unten bis oben. Jetzt schließen wir noch die Innenbeinnaht und das heißt, wir nähen einmal von dem einen Saum über den Schritt bis zum anderen Saum. Und diese Hosenbeine stecken wir uns dafür jetzt aufeinander. Bei der Schrittnaht achten wir darauf, dass beide Nähte, die vom Vorderteil und Rückteil kommen, dann genau aufeinander gesteckt sind. Dazu könnt ihr auch gerne eine Quernadel stecken, damit diese Naht dann genau fortgeführt wird sozusagen. Und dann nähen wir da gleich einfach drüber. Wir beginnen jetzt also auf einer Seite und kommen dann beim anderen Saum wieder an. Wenn ihr dann über die Schrittnaht näht, dann guckt, dass die Nahtzugaben da schön auseinandergelegt werden, denn dann ist die Naht, die ihr jetzt gerade näht, auch möglichst flach. Bügelt dann die Nahtzugaben auch einmal auseinander bei euren Innenbeinnähten und dann geht es schon an die Säume. Diese falten wir einmal 4 cm zur linken Stoffseite, bügeln dann scharf über die Kante und stecken sie uns ringsherum fest. Das machen wir bei beiden Säumen und nähen dann auch einmal ringsherum. Wir nähen dann auch von der linken Stoffseite hier und können uns bei unserer Stichplatte dann orientieren und nähen dann eben einmal ringsherum um den Saum, möglichst gerade und schön parallel zu der Kante unten. Und das sind die beiden letzten Nähte, die wir machen. So, das war's. Fast so schnell wie ein Fingerschnippen, würde ich sagen. Ja, ganz so viele Nähte sind es nicht, aber die Latzhose macht einfach so viel her. Ich trage sie, wie gesagt, super, super gerne. Wer noch ein bisschen Abwechslung haben möchte, aber auch ein Latzhosen-Fan ist, für den oder diejenige ist vielleicht auch unser Latzrock etwas, beziehungsweise das Latzkleid, das wir im Nähbuch Nähen für mich Outfit of the Day mit dem EMF-Verlag zusammen herausgebracht haben. Schaut es euch mal an. Ich freue mich auf unser nächstes gemeinsames Nähen und bis dahin fühlt euch gedrückt.